tausend politischen Ereignisse. Und der Beginn aller Kriegshandlungen überraschten mich vollkommen. Unter keinen Umständen hätte ich mitgewirkt als deutscher Arbeiter und für deutsche Arbeiter und mitgeplant, den Wahnsinn der Entfesselung eines Angriffskriegs heraufzubeschwören. Ich bin nur Nationalsozialist geworden, weil ich Klassenkampf, Enteignung, Bürgerkrieg verurteilte und an den absoluten Willen zum Frieden, zur Verständigung mit dem in meinem eigenen Aufgabengebiet immer alles daran gesetzt, weil ich Arbeiter war. Ausschreitungen, Willkür, Rohheit jeder Art zu verhindern. Ich war naiv genug, gegen Himmler und Goebbels, mein Manifest und viele andere Anordnungen für den Arbeitseinsatz, die die humane und korrekte Behandlung der fremden Arbeiter allen Stellen zwingend vorschrieben, durchzusetzen. Die Gauleiter, die ich zu Bevollmächtigten einsetzte für den Arbeitseinsatz, hatten nur die alleinige Aufgabe, für die korrekte Versorgung und Behandlung der deutschen und der ausländischen Arbeiter zu sorgen. Gott schütze mein über alles geliebte Volk. Der Herrgott segne wieder die Arbeit deutscher Arbeiter, deren mein ganzes Leben und Streben gegolten hat. Und er schenke der Welt den Frieden. I call upon the defendant Alfred Jodl. Nur beschränkt Vertrauten. Mit Methoden, die oft ihren Führungsgrundsätzen und ihren überkommenen, erprobten Anschauungen widersprachen. Mit Truppen und Polizeikräften, die nicht ihrer vollen Befehlsgewalt unterstanden und mit einem Nachrichtendienst, der teilweise für den Gegner arbeitete. Und dies alles in der vollen und klaren Erkenntnis, dass dieser Krieg entschied, einer ungläubigen Regierung gewesen? Oder was gibt Sir Hartley Shawcross das Recht, mit Hohn und Spott und Verachtung zu sagen, er zog es vor, in der Hölle zu herrschen, anstatt im Himmel zu dienen? Meine Herren Ankläger, dieses Urteil steht nicht Ihnen zu, das steht einem anderen zu. Aber ich frage, steht nicht die Frage nach der Verteidigung der transzendenten Werte heute noch stärker im Mittelpunkt der Bemühungen um den Neubau einer Welt? Ich glaube, dass ich mit einem reinen Gewissen mich der Verantwortung stellen kann. Liebe zu Heimat und Volk waren allein entscheidend. Obwohl in den österreichischen Nationalsozialisten ein sehr großer Hass aufgespeichert war. Ich war für den Zusammenschluss aller Deutschen, gleichgültig, welche Regierungsform Deutschland hatte. Ich glaube, die Anklage beruft sich auf Dokumente aus der Zeit nach dem Anschluss, um aus diesen meine Annexions- und Aggressionsabsichten herauszulesen. Es handelt sich um Dokumente
um Äußerungen über den Donauraum und die Tschechoslowakei nach dem 1. Oktober 1938, nach dem Münchner Abkommen, und über den Weichselraum nach dem 1. September 1939, nach Kriegsbeginn. Zu diesen Äußerungen bekenne ich mich, und ihre Richtigkeit ist inzwischen bestätigt worden. Solange der Donauraum in der österreich-ungarischen Monarchie geordnet war, entwickelte er sich zum Wohl aller. Fall des ausgenutzt. Es wäre ihm nahezu gelungen, mittels seines technischen Vorsprungs Europa zu unterwerfen. Es waren lediglich einige der grundsätzlichen Schaltfehler, wie sie in einer Diktatur wegen des Mangels an Kritik typisch sind, dass er nicht vor 1942 doppelt so viel Panzer, Flugzeuge und U-Boote hatte. Wenn aber ein moderner Industriestaat seine Intelligenz, seine Wissenschaft, die Entwicklung der Technik und seine Produktion einige Jahre dafür einsetzt, um auf dem Gebiet der Bewaffnung einen Vorsprung zu erzielen, dann kann er auch mit einem geringen Einsatz von Menschen durch seine überlegene Technik die Welt völlig überrunden und besiegen, wenn die anderen Nationen in der gleichen Zeit ihre technischen Fähigkeiten für den kulturellen Fortschritt der Menschheit verwendeten. Je technischer die Welt wird, umso größer ist diese Gefahr. So werde ich auch das zu tragen wissen und auf mich nehmen als ein letztes Opfer für mein Volk, dem zu dienen, der Inhalt und der Sinn meines Daseins war. I call upon the defendant Hans Fritzsche. Sechs Seiten zur Kenntnis zu nehmen. Sie liegen in Übersetzung vor. Ich möchte die große Chance des letzten Schlussworts in diesem bedeutsamen Prozess nicht verschwenden mit der Aufzählung von Einzelheiten, die ja alle in Protokollen und Dokumenten zur Empörung ihrer Völker zum Ausdruck gebracht über die Gräueltaten, die geschahen. Nun, Sie haben von Hitler nichts Gutes erwartet und sind betroffen über das Ausmaß dessen, was wirklich geschah. Aber versuchen Sie dann einmal, die Empörung derer zu begreifen, die von Hitler Gutes erwarteten und die nun sahen, wie ihr guter Glaube, ihr guter Wille und ihr Idealismus missbraucht wurden. Ich befinde mich in dieser Lage des Getäuschten, zusammen mit vielen, vielen anderen Deutschen, von denen die Anklage sagt, sie hätten das, was geschah, erkennen können, aus rauchenden Schornsteinen in Konzentrationslagern oder aus dem bloßen Anblick von Häftlingen und so weiter. Ich empfinde es als eine große Ahnung, und die Menschheit besitzt heute die technischen Mittel zu ihrer Selbstvernichtung. Deshalb darf meines Erachtens die Anklage an das Ende eines Hasses nicht einen neuen Hass setzen. Ich habe vor meinem Gewissen das Recht, dies auszusprechen, denn ich habe nicht, wie die Anklage behauptet, Hass gepredigt und das Tor des Mitleids verschlossen. Ich habe vielmehr sogar mitten im härtesten Kampf immer wieder die Stimme der Menschlichkeit erhoben. Das beweist die übergroße Mehrzahl meiner Ansprachen, die man ja jeder sagen wollte.